Kerem ist 10 Jahre alt. Seit 4 Jahren spielt er Fußball in der Jugendabteilung des FC Schalke 04. Sein größter Traum ist es, Fußballprofi zu werden. Dafür trainiert Kerem schon jetzt hart. Ich habe 4-mal in der Woche. Ich gehe noch zur Unterbrücke. Das Training ist sehr vielseitig. Neben dem Fußballspielen stehen vor allem Koordination und Ballgeschicklichkeit auf dem Programm. Was gefällt Kerem besonders daran? Das mit den Hochhalten und Bälle wechseln. Das hat Spaß gemacht. Und mit diesem Zweikontakt und Zuwerfen. Abschlussspiel. Das war nicht am besten. Das Spielen ist beim Fußball natürlich das Wichtigste. Da geht es richtig zur Sache. Und ab und zu gehen auch schon mal die Gefühle mit einem durch. Und dann gibt es auch schon mal eine kleine Rangelei. Gibt es dabei Streit? Ab und zu. Ja. Aber nicht so richtigen Streit. Weil alle sind fast so gut wie der andere. Auch mit seinen Freunden außerhalb des Vereins spielt Kerem am liebsten Fußball. Auf der Schule oder wenn wir uns mal treffen, dann gehen wir mal zum Kreuzplatz. Wollen seine Freunde auch bei Schalke spielen? Nee, die wollen nicht trainieren. Müssen viel trainieren, dass sie hier kommen. Für seine Freunde ist Kerem fast schon sowas wie ein Star. Tatsächlich ist das auch sein größter Traum. Fußballprofi zu werden. Weil ich dann mehr trainieren muss. Ich kann ja nicht hier, wenn ich nicht so gut bin, sofort zu, weiß ich, Wattenscheid oder Bochum gehen. Dann muss ich dafür erstmal trainieren. Bei Schalke ist sein Vorbild Hamid Altintop. Der ist körperlich stark, hat einen Schuss drauf, Balltechnik, was ein Profi braucht. Bis zum Profi ist es allerdings noch ein langer Weg. Kerem weiß, dass alles von seiner Leistung abhängt. Wenn man schlecht spielt, dann wechselt man die los. Und wenn es trotz allem nichts wird? Einfach weiterspielen, wie man Spaß hat. Ja, das reicht.